Gut, wie kriegen wir jetzt also dieses Kamel darüber? Sollen wir jetzt das Kamel mit der Peitsche hauen? Das ist aber alles andere als nett. Macht sie aber offenbar nicht. Wir füttern das Kamel mit Keksen. Das scheint Sylvie auch nicht zu gefallen. Wir klicken da ein, wir können das Kamel auch nicht einfach anklicken. Wie kriegen wir das Kamel darüber? Wir packen hier Kekse hin. Kekse und Limonenbaum. Das wird nicht funktionieren. Moment, mit dem Kaffeesatz vielleicht? Kamel, magst du süßen Kaffeesatz? Tatsache. Das Kamel mag süßen Kaffeesatz. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, aber gut, süß mögen ja fast alle. Ja, jetzt kann ich das Kamel reiten. Na, viel Spaß, Sylvie. Das wird sich das Kamel natürlich auch einfach so gefallen lassen, aber Ich offenbar komme dann nicht. kommt es immer noch nicht rein, aber es ist doch. Nein. Und die Limone wandert in meine Tasche. Die da oben ist offenbar noch nicht reif genug. Alles klar. Dann schneiden wir das Ding einfach mal auf. Und können wir jetzt das Wasser Das wird wieder. nicht funktionieren. Nein, das können wir Das wird nicht. nicht. Das auch nicht. Vielleicht das da einfach Probieren rein? geht. Auch nicht. Zitronensaft hier rein. Das geht. Sehr schön. Dann den Rasierpinsel da eintunken. Und das Tuch Denk nach, damit. Sil. Nicht. Probier. Auch Geht nicht. nicht. Gut, dann müssen wir vermutlich erstmal in die Pension zurück, dass wir sie vermutlich nicht unterwegs machen. Dann auf nach Hause. Weil die wichtigsten Zutaten dürften wir jetzt ja haben. Ich denke mal nicht, dass sie mit dem Jungen sprechen möchte. Und dann, Moment, wir hatten hier doch noch diese große Sch Nee, die hatten wir schon mitgenommen, die Schüssel. Wo ist die Schüssel? Die haben wir offenbar schon für irgendwas verwendet. Und ich weiß nicht mehr was. Geht An den nicht. Tisch. Können wir uns den Tisch nicht irgendwie angucken? Tisch. Und da können wir jetzt auch das Tuch hinlegen. Genau, dann. Auf dem Seidentuch sind dieselben Sachen wie auf der Karte, aber ich kann hier mehr Details erkennen. Das ist doch super. Und jetzt das Das wird nicht. Ganze mit Milch? Nein, den Watt, die Denk Wattepads nach. in Milch tunken. Probieren. Denk Mitnehmen? nach. Nein. Okay, was müssen wir denn jetzt machen? Vor allem, wir haben dem armen Herrn seine Peitsche nicht zurückgegeben. Die wird er höchstwahrscheinlich brauchen. Eigentlich. Tuch ohne Tinte. Das wird nicht. Milch können wir nicht drüber machen. Wir Geht können nicht. die auch nicht auf die Wattepads tun. Aha, aber wir können sie in den kleinen Krug tun. Okay, und jetzt Wir drüber. brauchen. Nein. Denk nach. Ah, erhitzen. Wie wäre es damit? Das könnte doch theoretisch eine Idee sein, wenn wir die jetzt schon da umgefüllt haben. Tatsache, wir brauchen warme Milch. Ich habe zwar keine Ahnung, warum. Aber Sylvie wird schon wissen, was sie tut. Wir sollten die mitnehmen, Sylvie, bevor die überkocht, weil überkochende Milch, die riecht nicht besonders gut. Also zumindest nicht dann, wenn sie irgendwas Heißes berührt. Aha, gut, sie ist jetzt warm genug. Dann gehen wir wieder zurück. Und können das da jetzt drüber gießen. Denk nach. Nein. Dann können wir das jetzt mit dem Wattepad in Milch getränkt. Der Baum des Lebens. Das muss es sein. Ja, und wie kriegen wir das jetzt noch? Wie wäre es damit, die fehlenden Sachen von dem Seidentuch auf die Karte zu kopieren? Ich könnte einen Stift gebrauchen und einen Flaschengeist. Also sonderlich sauber finde ich das ja nicht. Da waren ja immer noch die Ränder von der Tinte. Aber gut, Sylvie ist halt keine, ja, Chefrestauratorin. Wir können doch. Moment, die Wir Karte. brauchen ein. Nein, das wollte ich jetzt auch nicht. Die Karte hatten wir ja dort. Können wir mit dem Kaffeesatz malen oder wir fragen den Jungen mal nach einem Stift. Das wird er ja bestimmt haben. Wir brauchen einen Kann Stift. ich mir einen Stift ausleihen? Skizzieren Sie eine Karte von dem Platz, wo der Schatz von Atlantis begraben liegt? Noch habe ich nichts zum Skizzieren. Kann ich zusehen? Bitte. Das ist so geheim, dass ich dabei meine Augen zumache. Sie erlauben sich einen Spaß mit mir. Auf jeden Fall. Okay, jetzt können wir auch noch nach einem Sammler und einer Nachricht fragen. Weißt du irgendetwas über den Sammler? Noch nicht.
Aber das ist, weil ich vorsichtig sein muss. Okay. Sind Nachrichten für mich da? Nein. Hätte jemand eine hinterlassen sollen? Ich frage nur für den Fall. Hat sich jemand über mich erkundigt? Nun, meine Freunde. Irgendwelche Erwachsene? Bis jetzt keiner. Nun gut. Dankeschön. Mach's gut. Machen Sie Ihre Augen nicht zu früh zu. Sie könnten die Treppe herunterfallen. Da hat er auf jeden Fall recht. Ich mag den Jungen. Ich finde den Jungen toll. Dann holen wir uns hier mal die Karte aus dem Versteck. Das können wir auch gleich mitnehmen. Und können dann hier das ans Fenster und dann die Karte da drüber und dann mit dem Stift drauf. Ich kann das Muster auf dem Tuch nicht durch das Papier sehen. So werde ich nichts auf die Karte kopieren können. Okay, dann können wir doch bestimmt irgendwie den Spiegel auf den Tisch stellen. Genau, dann funktioniert das nämlich auch. Jetzt ist die Karte komplett. Wenn ich nur die Koordinaten der Insel hätte. Und dann bauen wir einfach alles wieder ab. Zeit, den Antiquar zu besuchen. So, Spiegel wieder anhängen. Und dann gehen wir mal. Nachdem man mich am Flughafen... Alles klar, gut, sie will das automatisch dann da immer reinpacken. Ich hätte jetzt zwar vermutet, dass sie die Karte vielleicht doch lieber mitnehmen möchte, weil sie meint, jetzt besuchen wir den Antiquar, aber vermutlich war der Kerl auf dem Platz gemeint. Und ihm möchte sie bestimmt einfach nur das Tuch zurückgeben. Gut, der Stift ist jetzt auch verschwunden, den geben wir auch nicht wieder zurück. Den musste sie so oft anspitzen, dass er einfach sich in Luft aufgelöst hat. Wir haben dein Tuch mehr oder weniger professionell gereinigt. Ich habe das Seidentuch gereinigt. Sie haben kurzen Prozess mit ihm gemacht. Es ist hübsch. Ja, und die Inschrift Mary Celeste, Saint-Germain. Ich kenne genau den richtigen Kunden dafür. Wer ist an solchen Sachen interessiert? Ich habe ihm schon ein Stück einer Planke verkauft. Dieses Tuch ist da schon etwas mehr, oder? Es ist eine Rarität. Eine Menge Geld wert. Was ist mit mir? Ich habe eine Nachricht erhalten, dass der Sammler sich bald mit Ihnen treffen wird. Wo? Das weiß ich noch nicht genau, aber es wird passieren. Wissen Sie, ich halte auch mein Versprechen. Und wann? Vielleicht heute. Warum? Vielleicht, weil jemand herumschnüffelt und sich über sie erkundigt. Wer denn? Ein seltsam gekleideter Mann. Karl, mit einer Augenklappe. Kennen? Nein. Sie haben Angst, also muss es ernst sein. Aber ich kann sehr diskret sein. Okay, das ist vermutlich der Typ, den wir da in dem Video da gesehen haben, dieser Zwischensequenz. Nur, ja, hat er dann die Dienerin entführt oder so? Das könnte ja durchaus sein. Kennen Sie jemanden namens Saint-Germain? Nein. Und der Kunde, dem Sie das Tuch verkauft? Sein Name ist Wundermann. Ja, ich glaube nicht, dass das der wirkliche Name ist. Wie ist Ihr Onkel gestorben? Er wurde erschossen. Das ist schrecklich. In was für Zeiten leben wir nur? Er hat ein paar neue Forschungen auf Gozo angefangen und ist dadurch in etwas Ernstes hineingeraten. Wie auch immer. Ich habe das alles in meinem Buch festgehalten. Ich kann Ihnen ein Exemplar zukommen lassen. Wunderbar. Ich kann es gar nicht erwarten. Ich schicke es Ihnen, sobald ich zurück bin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Dann fragen wir jetzt einfach nochmal, ob wir dem die Peitsche zurückgeben können. Ich mag das nicht so. Okay, mit der können wir nicht sprechen. Ich hätte jetzt eher vermutet, dass das vielleicht die Frau ist und die sich wundert, weshalb das Kamel da steht. Ich mag das nicht so gern, Sachen auszuleihen und nicht zurückzugeben. Fertig. Danke für den Topf. Das haben Sie fabelhaft gemacht. Etwas fabelhaft machen ist eine Spezialität von mir. Wenn ich eine Frau wie Sie hätte... Eine zweite? Dann könnte ich frische Kamelmilch an Ausländer verkaufen. Niemals. Wäre Ihr Vater nicht einverstanden? Ich bin erwachsen. Das hat damit nichts zu tun. Ich mache nur Spaß. Ich habe einen Fernseher in meinem Zelt. Ich weiß, wie das in Europa gemacht wird. Würden Sie mit mir zu Abend essen? Danke, aber ich bin heute Abend beschäftigt.
Okay, ich glaube, das war jetzt ein ganzer Haufen Klischee auf einmal. Ich zweifle, dass er in einem Zelt wohnt, mitten in der Stadt. Tschüss. Schauen Sie mal wieder rein. Und ich finde, irgendwie hört er sich auch so... Ein netter Mann, dieser Händler. So ein bisschen an, wie so jemand, der versucht, einen indischen Akzent nachzumachen. Nur das würde ja nicht passen. Ich meine, es soll hier ein Inder. Was wollen wir jetzt eigentlich machen? Genau, wir können uns mit diesem Sammler treffen. Vielleicht weiß er mittlerweile was Neues. Offenbar schon. Wie geht's Ihnen? Haben Sie den Mann getroffen? Wen meinen Sie? Hier hängt ein Mann herum. Karl, Augenklappe. Kennen Sie ihn? Nein. Er sieht nicht wie ein Sammler aus. Ich habe so ein seltsames Gefühl. Er benimmt sich, als wäre er hinter Ihnen her. Seien Sie vorsichtig. Danke, das bin ich. Dann hat der Junge den jetzt vielleicht auch gesehen. Es war mir eine Freude, mit Ihnen zu reden. Weil wenn vielleicht war es ein Fehler. Vielleicht hätte ich mich nicht in dieses gefährliche Geschäft einmischen sollen. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass er jetzt vom Marktplatz aus hier die Gasse lang gewandert ist und dann müsste er jetzt theoretisch... Ali ist nicht da. Vielleicht macht er eins der Zimmer sauber. Er ist auf jeden Fall hier. Oh, was macht sie denn hier? Hallo? Oh, Sie sind es. Entschuldigung, ich habe mich nicht angemeldet. Ist schon in Ordnung. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich freue mich auch. Werde ich jetzt den Sammler sehen können? Ja und nein. Klingt mysteriös. Die Person, die Sie suchen, ist mein Mann. Wie ich schon erzählt habe, habe ich ihn verloren. Wenn es um seine Sammlung geht, kann ich in seinem Namen verhandeln. Sie haben mich reingelegt. Ich muss vorsichtig sein. Warum? Mein Mann wird vermisst. Vor Jahren suchte er nach Artefakten, die verlorene Zivilisationen hinterlassen haben. Hat er nach Atlantis gesucht? Nicht nur. Eines Tages erhielt er einen Brief mit dem Symbol eines Baumes, dem Baum des Lebens. Dieser mythische Baum weckte sein Interesse. Ist sonst noch etwas passiert? Der Umschlag enthielt ein leeres Blatt Papier und das Symbol. Das war ein klares Zeichen. Am nächsten Tag ist mein Mann verschwunden. Da würde ich mir aber auch Sorgen machen. Glauben Sie, dass Sie auch in Gefahr sind? Ja, aber ich weiß nicht, wer mich bedroht. Haben Sie geglaubt, ich könnte gefährlich sein? Es war mein Mann, der diesen Krug ausfindig gemacht hat. Ich kaufte ihn, nachdem Tarik verschwunden war. Ich befürchte, dass sich solche Nachrichten schnell verbreiten. Kann ich ihn mir ansehen? Das sollten Sie, er ist wertvoll. Der Krug hatte bereits eine eigene Geschichte, bevor er in der Kiste geendet ist, die Sie untersucht haben. Der Verkäufer behauptete, er stamme aus Kreta. Kreta? Meinen Sie die alte Zivilisation von Kreta? Mein Mann glaubte, er wäre noch älter. Dieser Krug wurde in Atlantis hergestellt. Erstaunlich. Kann ich mir davon eine Kopie machen? Wie wollen Sie das anstellen? Mit einem 3D-Scanner. Das Maritimmuseum in der Bretagne hat zum Beispiel so etwas. Vielleicht finden Sie einen, der etwas näher ist. Ich weiß noch nicht, ob ich Ihnen den Krug überlassen soll. Ich denke, das Museum kann den Krug während der Dauer der Leihgabe versichern. Das ist nicht der Punkt. Ich habe so eine Ahnung, dass etwas Furchtbares passieren wird. Ich möchte nicht, dass Sie verletzt werden. Das stimmt. Etwas Verstörendes umgibt die Kiste und ihren Inhalt. Was meinen Sie? Marcel, der Restaurator, der sich um Sie gekümmert hat, hatte einen tödlichen Unfall. So etwas hatte ich befürchtet. Erzählen wir ihr jetzt auch noch von der Karte. Ich muss übrigens sagen, ich finde das Muster hier eigentlich auch ganz hübsch. Ich weiß, das gehört wahnsinnig gut zur Geschichte, aber hey. Vielleicht geht es um die Karte, die ich im unteren Teil der Kiste versteckt gefunden habe. Was für eine Karte? Sie zeigt ein paar Inseln und auf einer ist ein riesiger Baum abgebildet. Der Baum des Lebens? Also sind wir durch dieselbe Geschichte miteinander verbunden? Es gibt noch mehr Geheimnisse. Ich wurde von Graf Saint-Germain kontaktiert. Ja, mir hat er auch geschrieben. Was halten Sie von ihm? Er ist ein Schatzjäger, genau wie mein Mann. Ein Enthusiast. Vielleicht ein wenig reicher. Haben Sie keine Angst vor ihm? Nicht mehr als vor anderen. Ich versuche, vorsichtig zu sein. Man muss ja auch nicht Angst vor jedem haben. Und so sonderlich gruselig, muss ich sagen, wirkte der so, als wir ihn getroffen haben, dann auch nicht. Wobei natürlich jetzt sowieso die Frage im Raum steht, ist er jetzt von diesem Attentäter, vor dem wir damals in Venedig geflohen sind, irgendwie verletzt worden oder so?
Da sind wir gar nicht mehr, also da hat sich Silvia auch irgendwie gar nicht drum gekümmert, aber das wäre jetzt gut zu wissen. In Venedig war ich Zeuge eines Mordes an einem Mann des Grafen. Oh, haben Sie den Täter gesehen? Ein Vermummter. Er schoss einen mit Curare vergifteten Pfeil. Da sehen Sie selbst, wie vorsichtig wir sein müssen. Es gibt da noch etwas. Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Fahren Sie fort. An der Stelle, wo Marcel gestorben ist, auf einer Klippe, habe ich eine Münze gefunden. Was für eine Münze? Die gleiche Münze wie an dem Tatort in Venedig. Das kann kein Zufall sein. Naja, und wir haben diese Münze ja auch nochmal gefunden. Ich habe noch eine Münze gefunden. Wo? Auf dem Boden. Direkt neben dem Tisch, an dem wir gesessen haben. Das ist ein Zeichen, dass eine Katastrophe kommt. Wie sieht die Münze aus? Sie trägt eine Linearschrift A aus dem alten Kreta. Auf der Rückseite ist ein Baum. Der Baum des Lebens. Wie ironisch. Am Ende ist dieses Symbol ein Omen des Todes. Ist Ihnen jemand Verdächtiges im Café aufgefallen? Nein. Aber der Killer muss uns einkreisen. Er könnte hier einfach Kaffee getrunken haben. Das ändert unsere Situation nicht. Sind wir hier sicher? Das hoffe ich. Soll ich die Tür verschließen? Ja, wäre eine Idee. Wissen Sie mehr über die Karte? Mein Mann hat nach der Karte aus der Kiste gesucht. Aber ich erinnere mich daran, dass er gesagt hat, wir müssten nach Gibraltar, um sie zu kriegen. Die Kiste wurde bei einer Auktion gekauft. Ich weiß nicht, wo der vorherige Eigentümer herkam, aber er kam nicht von hier. Sagt Ihnen der Name Briggs etwas? Natürlich. Er war der Kapitän der Mary Celeste. Er besaß die Kiste einige Zeit. Jetzt erinnere ich mich. Ein Nachkomme der Person, die den Tod des Kapitäns mit angesehen hat, lebt dort. Und dort muss die andere Karte sein. Die andere Karte? Mit den Koordinaten? Ja, mit den Koordinaten. Werden Sie dorthin gehen? Natürlich! Ich würde Sie gerne begleiten, aber ich habe einfach Angst. Wie finde ich die Person? Es mag sich verrückt anhören, aber mein Mann meinte, die Suche müsse am Friedhof beginnen. Das klingt tatsächlich mysteriös. Das ist alles, was ich darüber weiß. Können Sie nach unten kommen? Da ist eine Nachricht für Sie. Können Sie eine Sekunde warten? Ich habe nicht viel Zeit. Ich habe noch einen Termin. Verschieben wir es auf morgen. Hallo! Bitte kommen Sie runter! Ich bitte Sie. Ich bin gleich wieder da. Gut. Ich bezweifle, dass sie gleich wieder da sein wird. Weil wenn der jetzt plötzlich so ruft, ich ahne nichts Gutes. Ach, ich hätte jetzt gedacht, hier ist irgendeiner, der ihn bedroht. Was gibt's denn? Was gibt's? Was für eine Nachricht? Der Kamelhändler hat was Wichtiges für Sie. Der bei der Zitadelle? Natürlich. Haben Sie noch mit anderen gesprochen? Mein Gast wird in meinem Zimmer bleiben, bis ich zurückkomme. Soll ich ihr etwas bringen? Das ist nicht nötig. Wie geht's dir? Gut. Es ist nur... Was ist passiert? Da war so ein Verrückter hier. Wie sah er aus? Ich sage es doch. Verrückt. Karl, mit einer Augenklappe. Hat er nach mir gefragt? Nein, nach einer Sylvie LaRue. Kennen Sie sie? Ich habe von ihr gehört. Was hat er getan? Er hat mich gewarnt, jemandem zu erzählen, dass er hier war. Vielleicht ist er ein Agent. Bist du sicher, dass er weg ist? Ja, er hat sich nur kurz umgesehen und ist dann wieder gegangen. Ein unangenehmer Typ. Oh ja. Wann kommen deine Eltern zurück? Morgen. Sie bleiben über Nacht bei Verwandten. Hat sich jemand über mich erkundigt? Ein Fremder? Jemand, den du nicht kennst? Nein. Haben Sie Angst? Natürlich nicht. Es ist hier sicher, nicht? Klar. Wenn etwas passiert, kann ich die Nachbarn rufen. Haben Sie jemanden gesehen? Nein, aber schließ die Tür ab. Nur für alle Fälle. Ich bin gleich wieder da. Mach's gut. Sie auch. Dieser Junge hebt meine Stimmung. Ich sollte mich beeilen, zu dem Platz zu kommen.